Nee, du sagst so, ich habe alles allein gemacht und er wollte mir den Kill klauen. Was ein Hurenkerl. So, 3, 2, 1. Yo Leute, was geht? Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu Paragon. Lange kam es nicht mehr, endlich geht es weiter. Und eine schlechte Nachricht noch, der Glubschi ist auch mit dabei von den Glubschbros. An dieser Stelle beende ich das Video. Nein, auf jeden Fall geht es heute mal wieder weiter mit Paragon. Und wir haben eine kleine Änderung, sage ich jetzt mal. Ich habe noch keine Karten ausgerüstet, laufe aber einfach so los. Also, ihr seht schon, wir sind richtig hart. Läuft gleich, alles bestens. Und ja, so ist das halt, wenn man einfach am Anfang anfängt zu erklären und keinen Plan hat, was man macht. Oh fuck, jetzt rennt Hobels also, mir hinterher. Ein bisschen an unserem Projekt gearbeitet, haben da jetzt was Neues mit reingeklatscht, damit es wirklich mal was anderes ist. Und das erklärt euch am besten mal der Fachmann Klubschi. Oh ja, die Idee kam wirklich eigentlich von mir, grundlegend, und mein guter Herr Kollege, Herr Scheiß mich tot, fand, das ist eine gute Idee, dass wir da noch so ein bisschen Pfiff mit reinbringen, dass wir nicht einfach nur so das Spiel halt haben, wie es hier halt so ist, sondern noch ein bisschen Witz und Charme und was man da sonst noch mit reinbringen kann, mit Charme, Regenschirm und Pistole oder wie der Film heißt. Schirm, Charme und Melone, du Opfer. Leute, ich bin fast tot, Alter! Oh, shit! Alles klar, alles fängt gut an, ey! Ich muss mal kurz... Ich sterbe, Alter, ich helfe dir nicht, vergiss das! So, also, wir haben uns halt gedacht, wie können wir noch ein bisschen Würze damit reinbringen, natürlich mit Salz und Pfeffer. Wir haben uns ausgedacht, dass wir im Spiel uns alle 5 Minuten gegenseitig eine Aufgabe geben. Also meinetwegen die ersten 5 Minuten, in dem Fall gebe ich Prime die erste Aufgabe oder stelle ihm eine Frage. Die muss er dann entweder beantworten, die Frage, oder die Mission erfüllen. Zum Beispiel, gehe jetzt im rechten gegnerischen Jungle Farm, da muss er dann hingehen. Wenn er da stirbt, ist es natürlich ärgerlich. Kannst du nichts machen. Aber es wäre dann meine Schuld, weil es die Aufgabe wäre und ich sie nicht bestanden habe. Genau. Genauso wird es so sein, das übernehme ich mal kurz, dass wir beide auf eine Lane gehen und auf dieser Lane den Inhibitor halten müssen. Wenn wir den verlieren, wird es für das nächste Spiel eine Strafe für uns beide geben. Strafe bedeutet, zum Beispiel darf der eine aussuchen, mit welchem Held der andere spielt, oder es wird irgendeine andere Strafe kommen. Es ist auf jeden Fall genügend dafür da. Und das ist auf jeden Fall schon mal die grundlegende Idee. Dann wird es außerdem nicht nur Fragen geben, sondern natürlich auch Aufgaben, wie ich schon sagte. Also ist wirklich genug mit dabei. Und in diesem Match werden wir schon mal damit anfangen. Es wird alle 5 Minuten wechseln. Und wenn gleich die ersten 5 Minuten am Start sind, wird der Glubschi mir die erste Frage stellen. Die muss ich dann mit der Wahrheit beantworten. 5 Minuten später darf ich ihm dann die erste Pflichtaufgabe stellen. Danach er mir und so weiter und so fort. Also wird es, denke ich mal, eine sehr verrückte Runde. Und da habe ich noch. Wichtig ist auch, also wir können halt links, rechts und so halt aushelfen alles, aber wir müssen uns hauptsächlich wirklich auf unsere Lane konzentrieren, denn wir wollen natürlich der Strafe entgehen. Und wenn ihr wollt, genau, könnt ihr natürlich auch Strafen mit in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Mission für uns habt. Also Strafen halt, die werden im nächsten Match dann ausgeführt, also in der nächsten Folge. Ich muss nochmal kurz zurück. Fragen, die ihr von uns beantwortet bzw. gestellt haben wollt, deren Antworten euch sehr interessieren, und ja, Missionen dann halt auch wie, keine Ahnung, geh in den linken Jungle oder mach dies und das. Da könnt ihr natürlich euch was Schönes einfallen lassen. Wir werden dann, hoffentlich kommt da was von der Community, aber ich denke, da wird das ein oder andere kommen. Und da werden wir dann mal auch. Das zählt natürlich auch für Leute, die bei mir gucken, nicht nur bei ihm. Wie gesagt, ihr dürft dann auch Strafen aussuchen. Es muss was mit dem Spiel zu tun haben, wenn es eine Strafe ist. Und was einem nicht das Spiel versaut. Also jetzt nicht zum Beispiel, bring dich um oder so, weil sowas würde für das ganze Team scheiße sein. Deswegen Sachen, die einen so ein bisschen behindern, sage ich mal, worüber man sich ärgern würde, weil man es einfach nicht machen möchte. Wie zum Beispiel, greift deine eigenen Mates an, das möchte man ja nicht machen. Es wäre nämlich echt, ja, scheiße. Fragen könnt ihr natürlich auch Sachen stellen, die einfach bekloppt sind, die ihr mal wissen wolltet und so. Und deswegen, sagt gerne mal, was ihr so von dem Projekt haltet. Ist er da hinten? Jetzt wird erstmal der Mörder gleich leiden.
Ja, verpiss dich mal. Oh, Countess, willst du das tun? Willst du das tun? Kannst du Gideon da Kein hinten noch Ding, ein bisschen Alter. anhitten? Äh, Warte, ich nee, kann es versuchen. stun Moment. ihn. Hab ich? Ellen fest? Scheiße. Hat nicht geklappt. Ich krieg ihn aber. Cool. Ja! Ich Geil, verstehe. Alter, wie ich Ich hier habe voll Glück. Countess und Gideon gefickt hab. Junge, wir können das echt noch gewinnen! Okay, jetzt bin ich gerade hibbelig, Alter. Jetzt bin ich gerade hibbelig. Kann ich verstehen. Oh shit, Alter, da kommt direkt die nächsten Kandidaten hier, Alter. Murdoch kommt, ne? Pass auf, der hat's drauf. Ja. Kalari kommt auch. Wo hat er was Ich habe drauf? nicht Der mehr hat dein Gewicht Schaden jetzt. hat er drin, ja. Er kommt. Hättest du Zeit rechts rüber? Ja, ich bin auf dem Weg. Okay, Murdoch habe ich fast 30 tot. Sekunden, dann habe ich meine Ulti ungefähr. Ne, ich kann nicht. Komm, Achtung, du wirst hinterlaufen von Grux. Ja, zu spät. Komme ich nicht mehr weg. Kalari hole ich aber noch. Gut Alter! gemacht, Mann. Du Was lebst ich? noch? Ja! Nein! Das war dumm! Warum habe ich das getan? Lauf! Lauf! Lauf, bitte, lauf! Lauf! Oh, 10 100! Sekunden, 10 Sekunden. Nein! Krux! Tu das nicht! Tu das nicht! Nein! Das willst du nicht tun! Ja, Mann! Ich lebe noch, Alter! Nein! Als ob du das geschafft hast! Als ob, Ich Alter! musste es tun, ich musste es tun. Alter! Das war geil. Oh, Oh. fuck. Shit, ey. Warte mal, 2, 2, 1. Oh Gott, ey. Das Team Ich ist werde so jetzt erstmal scheiße, shoppen ey. gehen. Du musst mir jetzt erstmal eine Frage stellen. So, die Frage, wenn du eine andere Person wärst und deinen YouTube-Kanal finden würdest, die Clubspurs, würdest du dich abonnieren oder würdest du es lassen? Also ich muss natürlich eigentlich sagen, ja, ich würde mich abonnieren, denn ich stehe hinter dem, was ich mache. Ist das auch die Wahrheit? Ja, natürlich, sonst würde ich es nicht machen. Okay. Würdest du dir denken, was für ein Spaß? Wahrscheinlich schon, ja, allein vom Profilbild her. Gut, dann hätten wir das, ja. Und beim Kanaltrailer ist recht, ey. Ja, auf jeden Fall, Alter. Wenn ihr euch den noch nicht gegeben habt, checkt unbedingt mal seinen Kanal ab. Also ich finde, er hat viel mehr Abonnenten verdient, als er hat. Macht richtig gute Videos. Das ist jetzt kein Einschleim oder Product Placement für Behinderte, sondern es ist einfach die Ich Wahrheit. beantrage morgen meinen Behindertenschein. Ich schicke ihn dir zu. Nice. Einfach so dein Profilbild von YouTube nehmen. Ich glaube, das reicht. So, wenn ihr übrigens mal wieder scharf seid auf ein bisschen mehr Paragon, auch mal richtig ohne hier solche behinderten Sachen. Wir spielen nämlich auch zusammen mit Twins Cube gegen Abonnententeams. Also falls ihr da heiß drauf seid, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, das ist eigentlich ganz gut, dass du das gesagt hast. Also das Projekt hier wird nebenbei laufen, aber es werden halt auch noch normale Runden kommen, wo wir dann entweder mit Schön TwinSCUBE gemacht. spielen, wo wir ja unsere, nee, nicht unsere, den neuen Helden vorstellen oder einfach auch mal so mal wieder eine gute Runde raushauen. Also das hier wird jetzt nicht jedes Mal kommen, wenn Paragon kommt. Genau, da hat er recht. So, ich würde mal sagen, rauf da, wa? Ich bin auch schon auf dem Weg. Schön gemacht. Was ist da bei unserem Körper los? Wieso haben wir eigentlich Mates, die einfach noch dabei sind? Warum geht ihr nicht raus? Warum geht ihr nicht nach Hause? Ja, echt mal, wären die rausgegangen, wären wir besser am Start. So, Moment mal, ich muss dir wieder eine Frage Den hab stellen. ich doch geholt, Alter. Das ist doch so unfair, ne? So. Weißt du, ich.
ich im gleichen Moment nehme ich die Ulti, pump ihn voll, Haubitzer macht das gleiche. Da fühlst du dich so geil, so ich werde mit ihm zurückgehen. Du hast das auch schon öfters mit mir gemacht, jetzt weißt du auch, wie ich mich fühle. So, ich muss mir mal. Kalaris bei euch. Oh ja, hab ich gesehen. Ich komme mal zur Hilfe. Gehst du auch drauf? Ja, aber da wird sich gleich unsichtbar machen. Ja, tschüss, fick dich doch. Wir müssen mal kurz für Nein abstimmen. Frage an dich. Hast du einen peinlichen Spitznamen? Wenn ja, welchen? Da muss ich mit Nein antworten, habe ich echt nicht. Schade. Ja, ich hätte jetzt gern einen rausgehauen, aber... Ja gut, Milfan nennt mich oft Lappen an Prime, aber das ist ja kein Spitzname. Das sagt er nur, um das mich zu demütigen. Das ist einfach Wahrheit. Danke. Von gerne daher ist das kein Spitzname. Aber das wäre das, was ich so sagen könnte. Ja, Wolleck, tot rasiert. So, ich habe 19 Fakus am Start, ey. Ich weiß zwar nicht, was 19 Fakus sind, aber... Ey, hier, Jungs, den holen wir. Okay, holen wir nicht. Rückzug. Ich habe meine Ulti, ne? Wenn du brauchst, sag Bescheid. Nee, lohnt sich nicht. So. Einmal kurz jungeln. Dann kann ich zurück. Ich habe 16 Karten am Start, ey. Also, mir kannst du nicht wirklich schaden mit deinen nicht aufbessern, nichts kaufen. Ich mach das sowieso öfters mit Quang. Ja. Weil ich mit dem halt nicht immer rein muss. Ich mach das ja auch öfters. Also, ich fand's nur scheiße, weil ich da gern was gekauft hätte. Aber ich bring das durchaus mal. Ich weiß, dass ich einfach nichts kaufe. Das kam mir gerade in den Sinn und dann habe ich schon gesehen, er zieht sich gerade zurück. Nein, da muss ich jetzt mal intervenieren. Das kann ich jetzt nicht zulassen. Fick dich doch, ey. Das ist doch. Ist doch typisch. So. Gut, ich werde mal eben einfach nach links, nach rechts gehen. Ja, heute sind wir auch noch Richtungs- und Seitenbehindert. Wir haben nämlich eine ganze Minion-Armee. Ja, ich bin unterwegs. Sag mir bitte, dass du das hinkriegst. Ich bin schon fertig. Oh, gut. Du kannst nicht einfach gehen, Alter. Da kommt doch direkt die nächste Welle. Ja, du bist doch da. Wer hat dich denn verlassen, Junge? Murdoch. Murdoch ist so... Ja, der... Nee, Murdoch ist nicht dämlich. Ich bin jetzt schon gerade wieder dabei und laber hier nur Scheiße. Du bist Murdoch. Und der andere hier ist dämlich. Also das heißt, die Antwort stimmt. Moment mal, ich komm mal rüber. Den holen wir jetzt. Hol ihn dir. Zu Befehl, Master. Gut gemacht. Wäre abgehauen, hätte ich noch meine Ulti gehabt, von daher alles cool. Ich hätte ihn auch mit meinem Schwert falten können. Ich will Kalari aufhalten. Ja, bin unterwegs. Boah, jetzt müssen wir echt mal zusammenreißen, damit wir das noch schaffen können. Wir können das noch schaffen. Ja, komm, wir kriegen das noch hin. Noch ist alles offen. Auch mein Arsch. Von daher... Der ist immer offen. Wollen wir... Ja. Woher weißt du das? Ich war schon da. Achtung, Countess ist im Jungle. Ja, habe ich gesehen. Gerade deswegen wissen die das. Was? Wer weiß was? Die hatten hier ein Ward. Deswegen wussten die immer, wo wir sind. Übel. Komm, so, den holen wir. Jawohl! Ja, schön. Wegrasiert, Alter. Nichts kann der Hurensohn lappen. Nein, links! Nein! Leute, ich brauche Hilfe. Was hast du denn da? Nee. So, Counters war gerade hier. Ich glaube, die ist jetzt wieder bei Riktor. Oh, nein. Ich werde einfach mal zu Gideon gehen. Ich bin nur leider nicht schnell genug da. Fuck. Ich auch nicht. Scheiße. Wie ich sowas hasse, ne? Ich halte ihn fest. Ulti! Oh shit, Alter! Wo ist die hin, Alter? Ach, da ist sie, okay. Ja. Das war so eine gute Runde. Oh Mann.
You don't outplay me with that bitch, Alter, ich kenne ihre Fähigkeiten. Okay, Orb, Orb, sowas von Orb, Alter. Als Orb, ey. Als Orb. Okay, gut, mache ich alleine, kein Ding. Kann ich mit dem. Wird knapp, aber kann ich. Ich habe auch schon meine Lebenskarte dabei. Aber leider nicht aufgebessert. Scheiße, stimmt. Das kann was werden, Alter. Also ich bin in 15 Sekunden wieder da. Bis dahin habe ich den Orb nicht, aber... Jetzt fickt mich nicht, Junge. Oh, unser Rektor, ne? Der wirft die Kette einfach auf den Boden. Geil. Geil, Alter. Turmpusher Rektor ist wieder am Start. Das ist legendär. Zwei verkacken gegen einen. Haben wir auch noch nicht gehabt. So, jetzt kommt noch Howitzer und opfert sich. Luchi opfert sich. 300? Ja! Fickt euch, Alter. 300 Leben. Boah. Ich hab den Shit geholt. Erstmal durchziehen jetzt. Oh. Er pusht wieder seine Lines. Oh, geil, Alter. So. Jetzt kann's losgehen, ey. Jetzt geht's an die Kackbacken. Das geht doch gar nicht. Moment mal, das macht keinen Sinn, was ich hier gemacht habe. Egal. Ja gut, ich mach das alleine, Jungs, überhaupt kein Problem. Weißt du, ich hol den Orb und bin der Letzte, der übrig ist. Kann man mal machen einfach so. Weißt du? Das war gerade ein Fail, weißt du? Murdoch visiert mich an. Ich stehe überhaupt nicht in seiner Schussbahn und ich bin tot. Da war ein Meter dazwischen. Okay, das ist strange. Bestimmt so, weiß nicht, 4-5 Meter Abstand. Der trifft mich. Na komm, die wollen den Kern holen, die wollen den Kern holen. Wo sind die? Dürfen nicht zulassen, dass die zum Kern kommen. Ja, ich weiß. Okay, Mitte. Ich bin tot, ne? Also von mir kannst du nichts erwarten. Okay, also wie immer. Scheiße, die haben hier ein Wort. Die wissen, dass ich hier bin. Egal. Gideon stirbt. Gideon stirbt! Ich komm nicht ran, Alter. Ach, fuck, wieso hat er das? Das kann nicht sein. Ich sehe ihn noch. Kannst du ihn schießen? Ich hab gerade geschossen. Nein! Ich fange schon wieder an zum Heulen, Alter. Ah, wieso da sieht das eigentlich weg, niemand? Alter. Ah, fuck, Mann. Ja, Grim X ist tot oder was? GG, hier, gute Arbeit, ganz ehrlich. Wie viele Minions hier sind, Alter? Gut, dass ich meinen Orb hab, Alter, sonst wäre das hier ziemlich übel. Wie lange hält denn der noch? 14 Sekunden. Also nicht allzu lang. Ich werde mal versuchen, dass ich rechts Schaden anrichten kann. Zwei Schläge, die Minions sind weg. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich auch etwas verwundbarer. Aber wir müssen halt, wir müssen halt irgendwann rauskommen aus unserer Kiste da hinten. Jetzt wird erstmal der Mörder gleich leiden. Ja, verpiss dich mal. Oh, Countess, willst du das tun? Willst du das tun? Kannst du... Kein Ding, Alter. Ich nee, kann's versuchen. Moment. Hab ich? Alien Quest? Scheiße. Hat nicht geklappt. Ich krieg ihn aber. Oder? Ja!
Ich verstehe. Geil, Alter, wie ich hier Countess und Gideon gefickt hab. Junge, wir können das echt noch gewinnen. Okay, jetzt bin ich gerade hibbelig, Alter. Jetzt bin ich gerade hibbelig. Kann ich verstehen. Oh shit, Alter, da kommt direkt die nächsten Kandidaten hier, Alter. Mörder kommt, ne? Pass auf, der hat's. Ja. Kalari kommt auch. Wo hat er was drauf? Der hat Schaden, hat er drin, ja. Er kommt, hättest du Zeit rechts rüber? Ja, ich bin auf dem Weg. Okay, Murdoch habe ich fast tot. 30 Sekunden, dann habe ich meine Ulti ungefähr. Ne, ich kann nicht, komm, Achtung, du wirst hinterlaufen von Grux. Ja, zu spät. Komm ich nicht mehr weg. Kalari hole ich aber noch. Alter! Was gemacht, Mann? Was ich? Noch? Ja! Nein! Das war dumm! Warum habe ich das getan? Lauf! 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 Bitte lauf! Lauf! Oh! 100! 10 Sekunden! Nein! Krux! Tu das nicht! Tu das nicht! Nein! Das willst du nicht tun! Du Lutscher! Ja, Mann! Ich leb noch, Alter! Nein! Ich bin weg, ey! Als ob du das geschafft hast! Als ob, Alter! Ich musste es tun! Alter! Das war geil! Oh fuck! Shit, warte mal, 2-2-1. Hier habe ich 1-1-2, Moment mal. 1-1-2, Polizei! Das war so geil, ne? Das okay, war so. Geil. Alter, ich hab da einfach in einem Leben habe ich 3 Leute das, gekillt. Boah, geil. Okay, jetzt bin ich wirklich öffentlich raus. Rictor steht in der Base und portet sich zurück. Als ob, Alter. Als ob. So, das waren vielleicht 10 Meter, Mann. 10 Meter. Ja, gut. So, ich versuche nochmal den Orb zu holen. Mach das, aber pass auf, ich weiß nicht, ob die Gegner gleich auch dahin gehen. Ich helfe hier mal erstmal die Bots wegzumachen. Hast du gerade gesagt, die Bots? Oder die Bobs? Ja, hab ich gesagt, ich spiel zu viel Rocket League. Ja, ich merk's. Diesmal ist da auch kein Problem. Nein, komm bitte. Jungs, ihr müsst das hinkriegen. Haben wir. Jungs, Alter. 25%, ey. Ob. Gut gemacht, Mann. Ohne dich wären die hier schon längst am Verzweifeln. Ich sehe gerade, ich spiele 10-2. Ja, komm. Ganz ehrlich, Gideon, du solltest mich mittlerweile kennen, Alter. Da wollte er ihn absnacken! Da wollte er ihn absnacken, Alter! Nee, alles cool. Ich hab nicht gesehen, dass das von dir ist. Ich bin der Einzige, der so weit vorne ist von unserem Team, schon die ganze Zeit. Habe ich auch gemerkt. Rechts, 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 rechts! Der muss stehen! Ich geh schon. Ganz ehrlich, Kalari. Das kannst du nicht wirklich versuchen, Alter. 3 Schläge und meine R1 und er war weg. Alter, 12-2. Dass ich noch so ein Ding raushau, ja, komm, hier, ne? Raus. Einfach. Ja, ich versuch. Ich verteidigen, ich krieg gerade keine Kills hin, aber Hauptsache wir schaffen das. Also, wenn ihr Kills sehen wollt, guckt bei mir rein. Erstmal fette Eigenwerbung. Ihr müsst bei diesen Daumen nach unten drücken, dann freut ihr sich. Ja, natürlich. Das ist mein Lieblingsdaumen. Bei dir gibt's ja auch keinen nach oben. Ey. Der wurde bei mir einfach von YouTube gesperrt, weißt du? Ist nicht vorhanden. Unverdient. Okay, Murdoch ist so langsam auch eine Härte. Ja, und ich jetzt auch. Also wenn ich den treffe, muss ich den diesmal eliminieren. So, komm. Das ist jetzt unser Ding hier. Unser Ding, Jungs! Hat der Typ da noch viel Leben?
Nein, er ist so gut wie tot. Okay. Was nein, ist da los? Verloren. Nein, nein, das nein, komm! Großes Auto. Nein! Nein, bitte! Nicht! Nein! Keiner war beim Kehren. Oh, nicht einer. Mann, nein! Ich hab das leider zu spät gesehen. Oh, dass wir noch so lange durchgehalten haben, ohne Spaß. Wir zwei reichen schon. Das war, wir nicht mal die besten Spieler sind. Das war. Ja, okay. Murdoch hat mehr Kills als ich, aber. Guck dir Riktor an von uns. 08. Guck dir Grimexe an. 5-11. Guck dir Haubitze an. 2-9. Ja. Also. An dir sage ich gute Arbeit. Wir haben wirklich gut gespielt. Ja, ohne dich hätten wir das gar nicht so lange durchgehalten. Ich war diesmal mehr der Verteidiger. Obwohl ich mit Murdoch eigentlich mehr der Angreifer bin. Ja, aber das war wichtig, dass du die Verteidigung übernommen hast, weil dann hätten wir echt schon viel früher. Mir sind die Kills auch gar nicht so wichtig, aber ich spiele mehr so im Team. Aber wenn das Team in der Base steht und sich zurückportet, bin ich überfordert. Das ist dann echt zu viel. Ich muss erstmal diesen Glubschi melden. Ey, boah, da habe ich mir echt nochmal so den Arsch aufgerissen, um die alle da zu holen, ne? Oh Mann, da waren so geile Sachen mit bei. Aber leider trotzdem verloren, weil das Team einfach wirklich scheiße war. Da kannst du nichts anderes sagen. Also wir beide waren auf keinen Fall das Problem. Das kannst du... Naja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Das soll sich jetzt nicht eingebildet oder angeberisch anhören. Aber wir waren die im Team, die wussten, wie das Spiel funktioniert. Und auf jeden Fall war es das mit diesem Video. Lasst natürlich gerne eure Meinung da, was ihr von dem Projekt haltet. Wir haben über die ganze Hälfte des Endes vergessen, uns Fragen und Pflichtaufgaben zu stellen. Stimmt. Scheiße. Das Match war echt so intensiv, wir müssen da echt noch ein bisschen reinkommen, aber nächstes Mal gibt es ja auch eine Strafe, also wenn ihr eine Strafe habt, die ihr uns vielleicht aufproben wollt, dann haut sie raus. Schreibt gerne das Video, wir sagen danke fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Haben wir noch vergessen, Fragen zu stellen.